denn wir haben ja noch unser Zeug aus dem Ever. Da muss ich mal ganz kurz, Moment, da muss, bevor ich da, das mache ich lieber gleich, weil ich kenne mich, ich mache dann Fehler und dann war's das. So, da müssen wir mal ganz kurz runter ein Schild hinboxieren, dass wir das auf jeden Fall nicht öffnen, weil ich weiß, ich kenne mich. Ich weiß genau, ich mache das auf und dann ist das ganze schöne Zeug weg. Entschuldigt, das muss kurz sein. Da warten wir drauf, bis der Ever 1.7 rauskommt, oder vielleicht ist es sogar schon draußen, dann installiere ich's. Und dann können wir mit der Ever weiterspielen. Und dann werden wir wirklich auch mal ein bisschen was mit der Ever machen. Vielleicht baue ich dann auch ein Portal. Wir haben ja die Rohstoffe dazu. Ein bisschen Glowstone ist ja kein Problem. The Ever Sachen. Nicht öffnen. So. Das kann dann auch weg. Das kann weg. So. Und dann geht's nach oben. So, das wollte ich nur geklärt haben. Und dann gehen wir wieder hoch und buxieren die restlichen Kisten da weg. Ich glaube, ich wollte eigentlich noch was bauen. Ich will was bauen. Was bauen wir noch heute? Ich würde sagen, doch, wir bauen das Haus zu Ende und dann gucken wir mal hier, das Haus hier, würde ich nämlich auch gerne noch mal bearbeiten. Ich meine, das ist unser Starthaus. Den ursprünglichen, doch recht hochgebauten Stil soll es behalten. Aber ich würde es gerne noch ein bisschen verschönern, weil man lernt ja auch dazu oder entwickelt neue Methoden, irgendetwas einzurichten. Vor allen Gebieten, nein, jetzt hier ja die Wolle und so, das neue Zeug. Blumen gibt es jetzt ein neues, also da ist ja Möglichkeiten offen und offener und darum würde ich da gerne mal ein bisschen rum vorstellen. Das ist auch gar nicht so schlimm, dass wir die ganzen Rohstoffe noch hier haben jetzt alle. Da müssen wir dann nicht die ganze Zeit hin und her rennen. So, dann packe ich das mal hier rein kurz. Dann bringen wir schnell die letzten Eier weg. Ja gut, dann habe ich auch keine Mods mehr drin gerade. Ich würde eigentlich auf der 1.6 spielen, ist aber auch nicht schlimm, weil das Too Many Items wollte ich sowieso nicht mehr drin haben. Das ist ja nur, wenn man Spawner entdecken. Das heißt, wenn wir mal einen Spawner entdecken sollten, dann wechseln wir schnell auf die 1.6, je nachdem was wir im Inventar haben, dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Und dann, ja, wunderschönes Leben und so, ne? Ich merke gerade, dass da spuckt nur noch einer. Spucke wieder, los, spucke! So. Ich habe das Gefühl, ich krieg gleich was ins Genick. Die wurden geeiert. Fall runter. Ich finde es aber cool, dass die Hühner die Leiter nicht hochkommen. Aber wisst ihr was, das wird 1.8, dann Hühner können Leitern hochklettern. Oder Hühner können anfangen, kurze Strecken zu fliegen. Und dann hast du nur, komm, gehe ich online hier und wupp. Also online ist ja ein bisschen falsch, ist ja offline, aber gehst du so rein ins Spiel und dann deine ganze Welt voll mit Hühnern und so. Voll geil. Also nicht voll geil, aber. Was natürlich auch nicht schlecht wäre, wenn du bei Minecraft, wenn du offline gehen würdest, so, also du gehst raus aus dem Game und es ist wie online, dass es sich einfach weiter bewegt, du gehst dann rein wieder und sozusagen die Hühner haben sich vermehrt, so von alleine so ein bisschen, oder der Baum ist gewachsen, obwohl du gar nicht drin warst, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, das wäre ganz cool. Aber dafür gibt es ja einen Online-Modus, ne? Dafür gibt es ja einen Multiplayer. So. Huch, hab ich jetzt gemacht. Ah, dann muss ich nochmal, warte mal hier. Da haben wir jetzt hier Musik und Geräusche, dann können wir nämlich das... Ach, dieses Wetter habe ich schon eingestellt. Blöcke, wunderschön. Wunderschön, das heißt, wenn es regnet, regnet es nicht mehr laut jetzt. Ne? Ja, juhu, leiser Regen. Habe ich mir so lange gewünscht. So, zwei habe ich noch. Und dann wird es auch schon wieder... Jetzt wird wirklich Nacht. Noch ein Dorfbewohner können wir uns nicht holen, wir haben nämlich gerade keine Tränke mehr. Das heißt, das muss ich noch nicht, das sieht. Ich laufe hier mal lang und dann jedes Mal dieses komische Gestrüpp hier. So, Moment.
So. Viel besser. Jetzt kann ich nämlich hier auch mal so lang laufen. So. Obwohl das eigentlich der Weg ist hier, aber pff. Wen interessiert's? Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Kinder, hört mir ja nicht zu, wenn ich sowas sage. Das heißt am Ende noch, der Nevergast hat gesagt. So. Dann habe ich jetzt noch hier. Oh mein Gott, das nimmt echt kein Ende. Jetzt habe ich schon wieder, Moment, zwei Folgen jetzt. Das ist schon die zweite Folge jetzt, die rum ist. Gleich geht die dritte los ungefähr. Damit verbracht, Eier durch die Gegend zu werfen. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben, ihr dämlichen Eier. Ich werde es jetzt doch hier runterpacken, aber... So. So, dass ich den Raum hier unten wenigstens einrichten kann. Ich weiß echt nie, was ich will manchmal. Das ist... Ich bin ein offenes Buch. La, la, la. So, komm her hier, alles her. So will es ja nicht mehr. Also es geht, hält sich an Grenzen. Also im Vergleich zu vorher, manche glauben, schlagen sich immer noch an den Kopf, wenn sie sehen, was ich hier für eine Eierproduktion besitze, aber wir nicht! Wir sind den Wahnsinn gewohnt! So, darüber. Ich hoffe, es werden nicht mehr als zwei Kisten jetzt. So, alles rein. Theoretisch könnte ich es auch einfach verbrennen. Das wäre vielleicht das Intelligenteste. Das werde ich vielleicht mal machen. Dann einfach irgendwie... Oder was auch eine Idee ist, ganz einfach und simpel jetzt. So, bis nachher. Was? Du wirfst so viele Eier weg? Ja, ich hab nicht unbedingt Verwendung dafür. Ach, oh, hier sind immer noch überall Eier, das gibt's ja nicht. So, das heißt, wir können dann mal eine Weile nicht runtergehen. Blub. 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 So. Jetzt gehen wir aber für eine Viertelstunde nicht runter und dann... Hä? Und dann ist da unten auch wieder alles... in Butter. So, ich hab mein... Wo ist mein Essen hin? Da ist meine zweite Spitzhacke, da ist mein Essen. Und ich hätte gerne noch eine Schere. Die bin ich auch weggeschmissen. Da. Und dann essen wir kurz was, legen uns schlafen. Und dann holen wir uns ein paar Wolle-Dinger und richten das Haus hier ein. Zusammen mit dem unterirdischen Lager da. Muss man mal gucken, wie das machen. Vielleicht machen wir dann, also dieses unterirdische NPC-Lager, vielleicht machen wir da ein paar Eingänge so dann. Alter Schwede. Ja, komm, wo stehen wir? Hab ich das Bild abgemacht. Da müsste ich sowieso mal wieder hier. Das war ja eigentlich mal Bilder gedacht, um ein lustiges Bild aufzuhängen oder so. Muss ich vielleicht mal wieder eins machen und dranhängen. Jetzt wo wir in der 1.7 sind, geht das ja wieder. Wisst ihr was? Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Also das war jetzt, keine Ahnung. Ich habe jetzt dafür gesorgt, dass mein gesamter PC einmal abstürzt, als ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Und ja, ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Ah, jetzt ist ja wieder hier dieses geile... ich fliege in alle Richtungen. Ich habe eine der beiden Gardinen, habe ich ersetzt. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat jetzt. Wenn es nicht funktioniert, dann hat es halt nicht funktioniert. Jetzt müsste ich das bei einer der Gardinen bekommen. Ne? So, das bekommt man natürlich genau dann, wenn man es braucht, nicht. Hallo? Wo ist das Foto? Da. Also der großen Gardine meine ich natürlich nicht die kleine hier, die ich die ganze Zeit bekomme. Ich will die große haben. Für das Bild? Für das Bild. Das gibt's echt nicht. Warum springt der Mist denn so weit weg? Wo ist das letzte jetzt? Also ich hab's schon. Äh.
Das ist eines, aber nicht die, die ich verändert habe. War das dieselbe jetzt? Ja. Ich weiß nicht, ob es auch geht, dass man durch den Bug das denn gar nicht mehr bekommt. Kann natürlich auch sein. Ich habe keine Ahnung. Hallo? Hallo? Bilder? Bilder! Tja. Dann nehme ich sie erstmal ab und huch. Habe ich alle vier, ja. Ich nehme sie erstmal ab und tue das nochmal in Ruhe bearbeiten und dann hängen wir die wieder dran. Das ist ja auch alles schön schade. Ich wollte es eigentlich jetzt, ich hätte ein lustiges Bild, aber egal. Ist halt jetzt ein leerer Stein. Was wollte ich jetzt eigentlich tun? Ich wollte die Zombies killen, dann wollte ich Schafe mähen. Dazu nehme ich aber den Weizen mit, den ich jetzt natürlich wieder irgendwo hingepackt habe, genau da. Das war mir natürlich von Anfang an klar, dass er da liegt. Ja. Ein Schaf. Wie macht man denn Orange und Schwarz brauchen wir, ne? So, Moment, wir brauchen Orange und Schwarz, das heißt, wir brauchen eine gelbe Blume. Wir brauchen eine rote Blume. Eine rote Blume. Und noch ein paar gelbe. Blup. Und schwarz geht ja mit Tintensäcken. Die habe ich dann. Ja, doch, die habe ich oben. Die habe ich. Wunderschön, ich habe jetzt mit meine Tintensäcke hier liegen. Ich bin manchmal echt, ja, wow, ich habe meine Tintensäcke hier liegen, sind bloß leer. Weil, wenn wir die Wolle, wenn wir die Schafe färben, an sich schon mal, dann bekommen wir natürlich wesentlich schneller, ich muss was probieren, warte. Ne, geht nicht, schade, ich dachte, das geht eventuell, dass man Weizen auch so ernten kann, aber es geht nicht, okay, gut. Ja, wenn wir die Schafe gleich färben, dann bekommen wir natürlich wesentlich mehr schwarze und orangene Wolle. Was im Endeffekt ziemlich cool für uns ist. Und ich glaube, ich habe vielleicht jedes Schaf anders färben. So bekommen wir dann genau die Wolle, die wir brauchen immer. Also je nachdem, was wir haben wollen. Vielleicht zwei Schafe von jeder Farbe. Und dann können wir unsere Schafe dann umfärben. Vielleicht mal gucken, was jetzt überhaupt drin ist, bevor ich hier rein stand. Ne, hier ist nichts. Hier vielleicht noch was. Hier haben wir ein bisschen davon, das kann man, da kann man die Schafe dann zurückfärben. Hier haben wir noch drei andere Gemälde, die kann man mitnehmen. Moment. Hier haben wir Wolle. Loot von Tieren, ne? Guck mal, da haben wir doch schon mal 7 Stück, das reicht doch. Dann haben wir hier ein bisschen davon noch, das reicht auch. Und dann können wir eigentlich theoretisch gleich das hier mitnehmen. Das sonst macht hier nichts Farbe. Oh! Ach, jetzt habe ich die zurück? Das ist ja geil gemacht. Ich krieg die also zurück, wenn ich die Version wechsle. Na holla, die Waldfee. Ist ja geil. So, dann nehme ich mir... Ja, hallo? Na, ist ja cool. Dann kann ich ja wirklich... Ja, freut mich. Nee, freut mich jetzt. Schön. So, dann machen wir uns nämlich 2 davon. Geht auch noch hell. Ja, davon geht auch. Geht noch. Das geht nicht. Grau geht noch. Dann geht hellgrau noch, das weiß ich. Einmal grau noch, so. Mal schauen, geht hier noch irgendwas? So, da. Hier, so, nein, vielleicht so, aber... Nee, okay. Sonst habe ich auch keine Farbe drin, ne? Nein. Habe ich die Wolle hingepackt. Eine rote Wolle, wow, ich bin begeistert. War es da wahrscheinlich sogar schon. Moment, da brauche ich die Erze. Wo habe ich denn, habe ich dazu, die habe ich oben. Und Kaktus brauche. Kaktus müsste ich hier, ne? Habe ich Kaktus?
Ein Kaktus. Oh. Wie, welche Massen wir an Kaktus besitzen. Das ist bestimmt alles unten noch. Hier stehen so viele Blumen, aber die möchte ich abreißen. Schade, dass Blumen nicht, dass man Blumen nicht nachzüchten kann. Züchten. Nachzüchten. So, das nehme ich mit. Kuchen. Baum. Nein. Nein. Ich sehe Dinge, die ich nicht sehen sollte. Zucker, Papier, Schokokiste. Braun, genau, Schokolade. Dings macht ja braun. Muss ich das brennen? Ja, muss brennen. Dann nehme ich hier mal genau zwei mit. So. Ich würde sagen, ich muss doch 100 Kaktus haben. Nehme ich auch vom Kaktus mal vier mit. Ich weiß nicht, da kann man schon was machen damit. Ja gut, dann. Da Boom habe ich zwar jetzt gesehen, aber habe ich ja genug noch. Von daher macht das nichts. Oh, das siehst du mal, dann kann ich mir gleich. So. Den Kaktus brennen. Habe ich gerade? Ne, habe ich nicht. Gut, dann halt nicht. So, habe ich da mal zwei grüne. Ich weiß nicht, kann ich grün noch vielleicht mit irgendwas? Grün mit gelb, grün mit schwarz, grün mit grau, grün mit weiß.